Willkommen zurück zu Endless Space 2 und den Walters. Wir befinden uns im Endless-Universum und diese schöne, fast kunstvolle Darstellung beschreibt die diplomatischen Beziehungen. Und man kann ganz gut sehen, wir haben zwei Herzchen, das heißt zwei Verbündete, nämlich das menschliche Urlof-Imperium mit dem etwas hölzernen Imperator und die friedlichen, geheimnisvollen Baumwesen, die Navi-W, hört sich fast an wie eine Creme, und die Epsilon, das sind die Rissgeborenen, mit denen sind wir im Kalten Krieg. Und dann wären da noch die Suffrons, die dreisten, tollkühnen Wissenschaftler. Ja, mit denen sind wir jetzt im Krieg, denn wir haben mehrere Schlachten vor kurzem gegen sie ausgefochten, weil, ja, weil sie unseren strategischen Interessen entgegenstehen. Und ja, es ist Zeit für Krieg. So sieht's aus. Ja, und jetzt wird's ein bisschen komplizierter. Jetzt kommt noch der Handel dazu. Und wir sehen hier unsere Handelsverbindungen. Und teilweise gestrichelte Verbindungen. Das sind, ja, ich weiß gar nicht, neutrale Verbindungen, unterbrochene Verbindungen. Das sind wahrscheinlich Reiserouten, auf denen man fahren kann, denn ja, da bin ich ja schon rüber geflogen. Ja, da kann man eine Menge raus sehen und man kann auch noch viel tiefer ins System eindringen und die verschiedenen Ressourcen und Rohstoffe sich genauer anschauen, bis ins kleinste Detail. Und Wahnsinn. Also da sind wohl einige Statistikfreaks am Werk. Ich glaube, man kann sogar noch tiefer rein in die Planetendarstellung. Wow. Systemverwaltung. Ja, genau. Man kann sogar, das ist der helle Wahnsinn, man kann sogar die Planetenoberfläche sich anschauen lassen. Der Druck, die Temperatur, die Elemente. Wahnsinn, was da alles für Daten mitlaufen im Hintergrund. Aber gut. Wir sind immer noch in einem realen Krieg. So. Und zwar, wie geht's weiter? Genau, die Vodiani, mit denen wir auch schon kriegerische Auseinandersetzungen hatten, die hatten uns, ja, ich sag mal, angefleht um einen Waffenstillstand, weil die sind echt, ja, man sieht's, verzweifelt. Und ja, denen steht das Wasser bis zum Hals, aber das lehnen wir natürlich ab, denn ja. Die Vodiani und die Suffrons sind unsere Feinde. Man muss ja auch mal die eigenen Interessen, die intergalaktischen Interessen durchsetzen. So, was gibt es noch für News? Wir können einen neuen Quadranten in der Forschung freischalten. Nämlich die vierte Stufe. Ich glaube, das ist die vorletzte. So. Und was haben wir noch? Eine neue Quest war gestartet in der letzten Folge. Eine Wettstreit-Quest. Baue 3-Gamma-Analyse-Plattformen. Das hatte ich, glaube ich, schon in Auftrag gegeben. Ja, das, von daher kann ich das mal canceln hier. Also die läuft. Und in den, ich glaube, in 3 Systemen hatte ich das in Auftrag gegeben. So, jetzt geht es aber auch weiter. Und zwar sollte... Schiffe kann ich nicht bewegen. Die vor allen Dingen unser Obbordheld sollte nach Auriga 2.0 genau, er kommt auch in einer Runde an, genau. Von daher könnten wir eigentlich, glaube ich, mal in die nächste Runde gehen. Die Forschung läuft noch. Genau, das, die nächste Forschung ist Urichalzix-Abbau. Genau, sehr wichtig. Und danach kommt Quadrenix-Abbau. So, aber jetzt gehe ich mal in die nächste Runde. Es muss vorangehen. So, jede Menge Bauwerke abgeschlossen. Oh, Piskes ist wieder frei.
wie gesagt, man sollte immer was produzieren, weil sonst verpufft die Produktion. Und ja, sei es, dass man nur Schiffe baut oder Produktion in Dust umwandelt, das geht ja auch mit 3D-Druck. Hallo, was kommt jetzt? Eine Fraktion ist assimiliert von Urlofs. Ja gut, die sind ja in unserer Allianz. Sei ihnen gegönnt. Ah, das ist gut. Wir haben Quadrinix-Vorräte entdeckt, und zwar auf Idrus. Das trifft sich gut, weil das brauchen wir. Und Hart auch noch. Ja, super. Das heißt, wir können den Rohstoff bald abbauen. Piskes, genau, die Bauliste. Ja, was bräuchte? Bevölkerungsplatz ist noch ein wenig. Ja, ich meine, ich hätte 3 von diesen Gamma-Analyse-Plattformen in Auftrag gegeben. Von daher schaue ich mal. Wissenschaft, Produktion ist Piskes ganz gut. Was könnte ich mal eben bauen? Genau, wir bauen ja noch eine Sperrklasse, ein großes Raumschiff, ich glaube in Olvaldi. Vorausschauende Ernten, mehr Nahrung, könnte das mehr Nahrung vertragen? Jo, mehr Nahrung könnte ich in der Tat gebrauchen. Bauen wir das mal. Nicht, dass uns unsere Leutchen da verhungern. So, und jetzt können wir, genau, jetzt kommt der große Moment. Obbot erreicht das System Auriga 2.0, wo unsere Verwandten, die einst zurückgeblieben sind auf Auriga, warten und auch von unserer Anführerin Ilona Solja, deren Tochter, soll sich angeblich dort befinden. Ich bin mal gespannt. Die Kapitel 4 Quest Wiedervereinigung ist abgeschlossen. So, was gibt es denn hier für eine Geschichte? Die große Planetenmaschine dreht sich weiter und gibt widerwillig ihre Mechanismen preis. Nach all diesen Jahrhunderten des Weglaufens und Suchens können wir endlich innehalten und nachdenken. Wir kennen nun das Schicksal unserer Geschwister, haben uns mit unserer Vergangenheit arrangiert und die Dämonen aus unseren Träumen vertrieben. Und ich habe in der Galaxie einen Platz für mein Volk gefunden und bin mit meiner Tochter wieder vereint worden, von der ich glaubte, sie sei Teil der Planetenmaschine. Die Wolters haben sich zusammengeschlossen und sind neu gestärkt. Eine Galaxie erwartet uns, die erforscht und kontrolliert werden will, und außer ihr gibt es noch zahllose weitere Galaxien. Vorwärts, Wolters zu den Sternen. Ja, Ad Astra, sozusagen. Ja, mir scheint, irgendwie ist die Geschichte, die Hauptquest der Wolters hiermit erfüllt. Klingt zumindest so. Und wir haben eine neue Bevölkerungseinheit, die Findlinge, das sind wahrscheinlich die anderen Wolters. Ja, es sieht so aus, in der Tat, als sei die Hauptquest abgeschlossen. Also relativ unspektakulär jetzt, nach der ganzen Odyssee, sag ich mal. Und wir haben aber das System Auriga 2.0 jetzt in unseren Verbund aufgenommen, in unser Imperium. Und wir brauchen es also nicht besiedeln und können gleich mal was bauen. Was hat denn Auriga Wissenschaft? Ja, also ganz so stark ist das eigentlich gar nicht. Ist auch schon alles erforscht. Ja, also ein relativ normales System eigentlich. Und wir können auch noch gar nicht die Schneeplaneten und die Eisplaneten kolonisieren, müssen wir auch noch erforschen. Also erstmal könnte ich ein Portal bauen. Wichtig, damit ich schnell dorthin gelange. Nahrung gibt es eigentlich in Hülle und Fülle. Aber ich baue jetzt erstmal das Standardprogramm runter hier. Oh, so lange dauert das. Vielleicht erstmal das Transportnetzwerk.
Wie viel Geld habe ich denn? Vielleicht sollte ich das mal kaufen. Für 1000 Dust-Einheiten. Dann geht das vielleicht alles ein bisschen schneller gleich. Ja, Nahrung brauche ich eigentlich gar nicht so dringend. Ja, ich glaube, Produktion ist eigentlich wichtiger. Na gut, ich lasse die Bauliste erstmal so. Und vielleicht sollte ich auch noch die Kolonisierung etwas vorziehen. Jo. So in der Art. Ja. Und wir haben Orichalcix. Ja. Das heißt also, wir haben jetzt alle Rohstoffe, wie ich das so sehe, in petto. Genau, hier ist Quadrinix. Das müssen wir dann nur noch abbauen. Das heißt, wir haben dann Zugriff auf alle Rohstoffe und das ist ja auch wichtig für die fortschrittlichen Waffen, die wir bald brauchen werden. Jo. Bleibt jetzt nur die Frage, wie geht der Krieg gegen die Sufrons weiter? Und ich habe schon seit ewigen Zeiten hier ein schwarzes Mal gekauft von den Piraten. Das heißt, wenn ich das einsetze, ich hoffe, das klappt jetzt mal endlich. Auf die Sufrons. Ja, müsste klappen. Genau. Das heißt also, die Piraten, welche auch immer, greifen die Sufrons an. Also quasi unsere Söldner. Ja. Ich habe das auch schon seit ewigen Runden da auf Lager liegen, aber jetzt habe ich es endlich mal angewandt. Weil es ging ja nicht, weil die anderen Völker hatten auch immer Pakte mit den Piraten. So, aber wie gesagt, es muss mit dem Krieg weitergehen. Und ich hatte vor, mit Ting Neuil, auch ein starker Held, dass der sich mal hier so durchfräst durch das Sufrons-System und die Sufrons schon mal attackiert. Wie gesagt, ich darf natürlich nicht zu übermütig werden. Nicht, dass mir dann irgendwas durch die Lappen geht. So. Aber hier in diesem System waren keine. Ja, ich fliege einfach mal zum nächsten. Obwohl, das hat gar keine Starlane, sehe ich gerade. Ich fliege mal hier rüber. Vielleicht treffe ich ja auf eine Sufron-Flotte, die ich attackieren kann. Na gut, das dauert allerdings auch. So. Was waren denn noch für Questen am Laufen? Die meiste Zustimmung erlangen, ja okay. Und das von gerade. Diese 3-Gamma-Analyse-Plattformen. Also wie gesagt, ich denke, die Hauptquest ist damit erledigt. Ja, und dann muss ich mir noch überlegen, womit ich der Argosee als nächstes eine Kolonie gründe. Das ist die große Frage. Vielleicht warte ich mal, bis ich ein schönes System von den Sufrons abgeluchst habe. Weil sonst ist ja auch schon alles verteilt soweit. Ja, ich hoffe, Rat bleibt in unserer Hand. Da könnte ich vielleicht auch mal hinspringen, fällt mir gerade ein. Obwohl ich da auch schon ein paar Verteidigungsschiffe habe, aber nichts Dramatisches. Na gut, aber ich war ja wie gesagt sowieso unterwegs, deswegen kann ich eigentlich auch mal in die nächste Runde gehen. Und ich hoffe, die Sufrons sind auf dem absteigenden Ast. Idros kann bauen. Idros kann bauen. Ja gut, das bringt natürlich auch ordentlich Forschung. Auf großen Planeten vor allen Dingen mit viel Bevölkerung. So, was braucht Idros denn? Nahrung, das wäre nicht schlecht. Tja, so langsam habe ich alle schon gebaut. Das wäre ein Riesenschiff, das große Schiff. Da habe ich schon eins in Auftrag gegeben. Sollte ich vielleicht noch ein zweites bauen, aber ja, Idros, ja, es geht eigentlich von der Produktion. Naja, bevor ich jetzt gar nichts baue, oder noch mehr Forschung,
Wie lange dauert das denn? Ach, dauert nur 2 Runden. Ist ja okay. Jo. Vielleicht sollte ich danach noch ein Schiff bauen. Weil das dauert ja... Moment. Dauert ja auch einige Runden. Genau, machen wir es so. Oh, ein neuer Held. Wen haben wir denn da? Ein Militarist. Und ein Wissenschaftler. Und ein Ökologe. Ja, da ich jetzt Krieg führe, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich einen starken Flottenkommandanten beschäftige. Ja, wie gesagt, man kann sie ja auch in verschiedene Richtungen ausbilden, die Helden. So. Dominik Havanen. Genau, ich kann wahrscheinlich noch ein paar Punkte verteilen. Hallo? Ich bin rausgeflogen. So. Vier Punkte, genau. Nehmen wir mal das hier. Ja, er soll vielleicht ein Flottenkommandant werden. So. Wir werden sehen. Das Schiff designe ich mal offscreen. Das muss ja nicht immer sein. Die Tüftelei. So. Schiff bewegen. So, was mache ich denn mit Obot? Der hängt da im System. Auriga fest. Auriga 2.0. Ist natürlich jetzt... warte ich noch so lange, bis das Portal fertig ist? Ja. Ich könnte es auch kaufen. Dann hängt er nicht so lange fest. So, genau. Bewege die Flotte. Ja, das dauert alles ein bisschen. So, Forschung läuft. Jo. Eigentlich kann es mal flugs weitergehen. Eli Leandra. Wieso ist er nicht zugewiesen, frage ich mich gerade. Ein Ökologe. Hatte ich ihn freigestellt? Ja, kann sein. Einer Flotte oder einem System zuweisen? Einem System zuweisen, nämlich... Wie wäre es mit Auriga? Oder... Hart. Wer hätte noch Platz? Genau. Das ist ja das im Sofonsgebiet mehr oder weniger. So. Ach so, genau. Okay, habe ich eine Flotte frei? Ja, das überlege ich mir mal. So, ich wollte mal schauen, was hier noch ist. Held rekrutiert, alles klar. Ja, wie gesagt, dann kann ich schon in die nächste Runde gehen. Vielleicht passiert ja noch was Aufregendes. Oh, den muss ich natürlich verlängern, den Nicht-Angriffspakt mit den Piraten. Aber ziemlich zügig. Genau, die Clearingzentrale, das ist so ein Wunder. Das dauert ziemlich lange, das baue ich auch noch. Genau. Blockierte Handelsrouten, Ranas Ita. Also Ita ist wahrscheinlich im Imperium. Ita, wo ist denn Ita? Hallo Ita. Where the hell is Ita? Ach so, bei den Ungefallenen, weil die die Rissgeborenen blockieren, kann sein. Oder Piraten? Apropos Piraten, genau, ich muss dringend verlängern.
genau. Oh, 1300 Einfluss kostet das. So, das hätten wir. So, passiert hier noch was? Genau, ich wollte noch die Agrosie ein bisschen irgendwo hinschicken. Obwohl, die kann ja auch per Portal reisen. Weil die ist ja, Moment, wo ist denn die überhaupt noch? Die Agrosie, Die ist... Ja gut, wir haben ja Portale. Von daher stört das nicht groß. Ja, ich muss mir noch eine neue Kolonie ausgucken, weil das goldene Zeitalter ist ja auch voll aufgeladen. Das heißt, die neue Kolonie wird gut unterstützt werden. Allerdings fehlt mir noch das lukrative System. Das ist das Problem. So, kommen wir denn mal an hier? Was ist denn los? Eine Runde noch. Okay, das spielen wir auf jeden Fall noch. So, alles läuft. Vielleicht Megres als Kolonie? Wer weiß. Mal reinschauen. Quadrinix wird abgestoßen. Sollte man das mal einkaufen? Olvaldi? Genau, da sind die Gamma-Analyse-Plattformen. Zwei, vielleicht fehlt mir noch eine, dann bin ich mit der Quest durch. Oh, kommt ein Krieg. Ah, gegen die Sofront, okay. Ich hab's ja geahnt. So, was bauen wir denn in Olvaldi? Das ist, glaube ich, ein ganz gutes... Nee, ist mehr so Wissenschaft. Was können wir denn hier bauen? Die brauchen vielleicht ein bisschen... Ja, was brauchen die? Gar nichts. Stimmung ist voll aufgeladen. Alles im grünen Bereich. Ich glaube, ich gehe mal auf 3D-Druck, solange ich das nicht weiß. So. Bevölkerung vermehren sich auch fleißig. Oh, oh. Ach so, in Rat. Ja, genau. Ich muss nämlich dringend mit der großen Flotte nach Rat. Und ich sehe gerade... Sie haben zwei, einen mittleren und einen kleinen Jäger. Und die Shuttles, ich habe drei Shuttles und einen Scout, also nicht meine, ja, nicht meine Kriegsflotte. Und das nutzen die Sofronts schamlos aus. Sehr gewieft. Ja gut, da geht natürlich nur, Moment, was haben sie? Sie haben Kinetik, Verteidigung, Strahlenangriff. Strahlenangriff, dann könnte ich, glaube ich, mal... Moment. Was bedeutet das nochmal? Ich glaube, Schildwall ist in dem Fall besser. Ja, ich glaube, es tut sich nicht viel in dem Fall. Ziehe ich mich jetzt zurück oder kämpfe ich? Ich sage mal so. Zurückziehen sehe ich nicht ein. Okay, kämpfen. Ich werde mich sowieso rächen. Aber es kann gut sein, dass ich jetzt verliere, klar. Es sind ja auch fremde Schiffe. Und ein Scout... Und dann kann ich natürlich mal voll eins auf die Mütze kriegen. Schicke Schiffe, wow. Ja, das ist mein Horatio-Scout. Der wird wahrscheinlich auch nicht lange überleben. So, wie sieht's denn aus? Vielleicht gibt es ja doch ein Unentschieden, wer weiß. Oh, oh. Na, ich denke mal, das wird nicht so gut ausgehen für uns. Nee. Zwei Schiffe so gut wie erledigt. Ja. Oh, oh, ein drittes angeschlagen. Smasher. Nee, ich denke, das verlieren wir. Aber wenigstens erleidet dann die Sofon-Flotte auch ein paar Schäden.
Und ja. Der mittlere ist angeschlagen hier von den Sofons. Ja. Sehr schwere Niederlage. Oh oh. Der große ist, glaube ich, zur Hälfte beschädigt. Der mittlere, genau. Aber wie gesagt, die Rache wird süß sein. Genau, das heißt also, ich muss so schnell wie möglich nach Rat. Habe natürlich den Fehler begangen, dass ich mit der Flotte jetzt unterwegs bin. Das dauert noch ein paar Runden. Das heißt also, ich muss mit Obbot. Hätte ich eigentlich auch schon eher machen können. Aber ich glaube, das Portal war noch nicht fertig, genau. Aber jetzt ist es fertig und ich fliege sofort dahin. Per Meterfaltung. Und kann vielleicht noch in dieser Runde zurückschlagen. Ja, sieht so aus. Verdammt gut. Task Force 2 angreifen. Die Rache erfolgt. Auf dem Fuß. You lead well, Comrade. So, die haben Strahlenangriff. Achso, jetzt habe ich schon Schildkröte ausgewählt. Okay. Aber ich denke mal, in dem Fall spielt das keine Geige. Weil die werden zerschmettert. Also. Aber sowas von. So, Sofons, macht euer Testament. Da kommen die Titan-Torpedos. Zack, weg ist er. Ja, ist nur noch eine Formsache. Und tschüss. Buff. Kavum. Genau, entscheidender Sieg, das war die Rache. So, und wie gesagt, ich hatte ja gerade erst auch das Portal fertiggestellt in Auriga, von daher, ja, ich weiß nicht, ob ich eine Runde eher hätte dorthin gelangen können, aber das hätte, glaube ich, auch nicht viel geändert. Ja, doch, eine Runde eher hätte was geändert, aber ich weiß nicht, ob das Portal da schon fertig gewesen war. Aber jetzt kann ich Rat halten und ja, habe also hier einen Brückenkopf und werde natürlich das Hauptsystem, werde das System angreifen und das Hauptsystem der Sofons. Und wenn ich das geschafft habe, denke ich mal, sind die Sofons so gut wie erledigt. Und ich hoffe, das wird mir gelingen. In der nächsten Folge vielleicht schon. Wir werden sehen. Und bis dann sage ich mal, ciao, der Argonaut. Wir sehen uns.